Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Leon an. Dieser hat über die Canon EOS 700D geschrieben, welche er mit 4,4 Sternen bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Heute geht es um eine bekannte Reihe von Canon, der EOS-Reihe. Genauer gesagt das 700D-Modell dieser Reihe. Die Kamera genießt große Bekanntheit im professionellen sowie auch im privaten Bereich. Sie wird häufig verwendet zum Filmen von Videos für das Internet, sodass man sie besonders häufig auch auf YouTube antrifft. Bevor wir uns der Kamera widmen, machen wir einen kleinen Abstecher zu der Firma Canon. Canon wurde 1937 in Japan gegründet. Der Name Canon wurde schon 2 Jahre zuvor angemeldet. Ursprünglicher Gedanke der Gründer Yoshida Goro, Uchida Saburo und Takeshi Mitari war es, günstige technische Alternativen zu den damaligen Marktführern im Bereich der Kameras Leica und Cortex anzubieten. Mit der Einführung der F-Serie von Canon erlangte das Unternehmen ihren ersten großen Aufschwung im Jahr 1964. 1987 brachte Canon die EOS Electro-Optical System 650 auf den Markt, ihre erste Spiegelreflexkamera mit Autofokusfunktion. Heutzutage gilt Canon als größter Hersteller für Kameras der Welt. Neben Digitalkameras, Spiegelreflexkameras und anderen bietet Canon noch Zubehör, also Kamera-Equipment, Drucker, Scanner, Kopierer und Ferngläser an. Für den industriellen Bereich werden außerdem noch Techniken für Medizin, Rundfunk und Optik entwickelt. Die EOS 700D wird im Internet häufig als Einsteigermodell bezeichnet für den Eintritt in die DSLR, Digital Single Lens Reflex Fotowelt. Die EOS vereint Foto- und Videoaufnahmen in bester Qualität mit 18 Megapixeln bzw. Full HD Auflösung. Das Display ist schwenkbar sowie drehbar und nennt sich Clearview LCD Touchscreen 2. Und ist extra groß. Das Design ist typisch für Canon. Es ist kompakt, komplett schwarz und abgerundet. Sie liegt gut in der Hand und fühlt sich angenehm an. Außen bezogen ist sie mit einer Art Kunstleder, die an die Innenausstattung einiger Autos erinnert. Das garantiert einen rutschfesten Griff an der Kamera, sodass man selbst in heißen Situationen stets Festhalt hat. Technische Details und Funktionen. Die EOS 700D bietet viele verschiedene Funktionen, die ich nun einmal kurz darstellen möchte, damit man ein besseres Gefühl vom Gerät bekommt. Bildqualität. Die Canon nimmt mit 18 Megapixeln auf und verfügt über einen CMOS-Sensor, zu Deutsch ein aktiver Pixelsensor, der weitere Funktionen wie Belichtungskontrolle und Kontrastkorrektur ermöglicht. Die geschossenen Bilder zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie sehr rauscharm sind. Das heißt, Bildrauschen bedeutet, dass einige Pixel im Bild von anderen Pixeln in Farbe und Helligkeit abweichen und so das Gesamtbild stören und unklar erscheinen lassen. Videoqualität. Wenn man mit der EOS 700D Videos aufzeichnet, so erhält man eine 1080p Auflösung, mit anderen Worten Full High Definition. Bei der Aufnahmefunktion kann man wählen zwischen automatischer und manueller Bedienung. Die Hybrid-AF-Technologie ermöglicht dem Anwender eine kontinuierliche Schärfe-Nachführung. Dieses AF-System ist besonders beliebt bei Sportlern, die sich gerne bei ihren Aktivitäten filmen lassen, da die Schärfe-Nachführung auch bei sich bewegenden Motiven möglich ist. Für so schnell vorbeiziehende Momente eignen sich neben der Videoaufnahme auch die Reihenaufnahmen, wo bis zu 5 Bilder pro Sekunde für eine Serie von 22 Aufnahmen geschossen werden. Für Tonaufnahmen gibt es ein bereits intern verbautes Mikrofon, aber es können auch noch externe Mikrofone angeschlossen werden, sofern man eine bessere Tonqualität wünscht. Es besteht eine Kompatibilität mit STM-Objektiven, die ein geräuschloses und schnelles Fokussieren gewährleisten. Clearview LCD 2 Touchscreen. Das 3 Zoll Display lässt sich drehen und schwenken und eröffnet somit neue Möglichkeiten der Betrachtungs- und Blinkwinkel mit einem Seitenverhältnis von 3 zu 2. Damit kann man per Live-View immer sehen, was die Kamera sieht und so stets erfassen, was man möchte. Die Bedienung erfolgt über Touchscreen, das bedeutet, ein einfaches Tippen mit dem Finger genügt. Mit den typischen 2-Finger-Zoom-Gesten, die man auch vom Smartphone kennt, kann man Bilder vergrößern und verkleinern. Automatische Motiverkennung. Die EOS 700D analysiert automatisch die Bilderszenen und erkennt Motive. Das hat zur Folge, dass automatisch optimale Einstellungen vom Gerät vorgenommen werden können. Diese Funktionen machen das Arbeiten für Einsteiger besonders einfach, da man sich nicht zwingend mit den ganzen Einstellungsmöglichkeiten befassen muss, da die Kamera diese Arbeit abnimmt zu großen Teilen. Wenn man sich nach einiger Zeit mit der Kamera vertraut gemacht hat, kann man stets in den manuellen Modus wechseln, wo man alle Einstellungen wie ISO, Fokus und so weiter selbst trifft. Effekte. In der Voransichtfunktion kann man sich die Bilder auch in Schwarz-Weiß anzeigen oder Spielzeugkamera-Effekt oder Miniatureffekt anwenden. Auch mit der Hintergrundschärfe lässt sich direkt an der Kamera noch spielen.
Neben diesen gibt es noch viele weitere Effekte, die man auch von einer digitalen Kamera gewohnt ist. ISO. Der ISO-Wert bezeichnet die Lichtempfindlichkeit. Das heißt, ein kleiner ISO-Wert steht für geringere Lichtempfindlichkeit und ein hoher Wert für größere Empfindlichkeit. Die EOS 700D deckt einen ISO-Bereich zwischen 100 und 12.800 ab. Damit kann man selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen noch tolle Aufnahmen erzeugen, die keinen Blitz oder Stativ erfordern. Die HDR-Gegenlichtfunktion lässt die Kamera drei Bilder machen mit unterschiedlichen Belichtungseigenschaften und kombiniert diese zu einem einzigen Bild mit dem Ergebnis von hohen Detailzeichnungen. Für Nachtaufnahmen gibt es eine weitere Funktion, wo ebenfalls mehrere Aufnahmen mit verkürzter Verschlusszeit zu einem Bild vereint werden. EOS System. Die Canon EOS 700D gehört der EOS-Reihe an, welche viele Möglichkeiten bietet in Sachen Equipment und Kompatibilität. Es gibt eine Reihe an verschiedenen Accessories wie Objektive, Blitzgeräte, Mikrofone und allerlei weiteres, welches problemlos mit einer EOS-Kamera verwendet werden kann. Die Canon EOS 700D im Test. Ich habe verschiedene Erfahrungsberichte zu unterschiedlichen Spiegelreflexkameras gelesen und habe mich schließlich für die EOS 700D entschieden, die auf Amazon als Bestseller steht und dort eine gute Sternebewertung hat. Auch die Kundenbewertungen sind positiv. Der Preis dieser Spiegelreflexkamera lag zum Zeitpunkt des Kaufs bei knapp 600 Euro bei Amazon. Im Lieferumfang war bei mir die Kamera sowie ein EF-S 18-55mm Objektiv. Canon selbst sagt zu der EOS 700D, es sei eine Kamera, die für Hobbyfotografen geeignet ist, die sich selbst noch etwas entwickeln wollen. Ich selbst bin ein Anfänger und habe mir den Umgang von einer befreundeten Fotografin erklären lassen. Wenn man dazu die Möglichkeit hat, sollte man das auf jeden Fall wahrnehmen, da die ganzen verschiedenen Bezeichnungen und Einstellungen für Anfänger überwältigend sein können und einem auch so manches Bild versauen können. Zum Glück gibt es dafür erst noch die automatische Funktion, wo die Kamera selbst entscheidet, welche Werte nun das beste Bild erschaffen. Die Handhabung ist nach einer Eingewöhnungsphase sehr natürlich. Die Menüführung sowie die Bedienung über das Touchpad sind schön übersichtlich und einfach. Die Bildqualität ist absolut überragend und mit keiner digitalen Kamera vergleichbar. Die Fotos haben mehr Tiefe und Detail. Ein Bildrauschen konnte ich bisher auch bei mir noch nicht feststellen. Die wenigen Videos, die ich bisher gedreht habe, sind qualitativ hochwertig. Die Farben sind echt und stechen richtig hervor. Mein Fazit: Ich bin sehr zufrieden und kann auch einiges zusammen mit der Kamera entdecken. Ich konnte bisher das volle Potenzial der EOS 700D noch nicht ausschöpfen, aber arbeite stetig daran. Ich finde das Modell absolut empfehlenswert, aber kann ja auch nur als Hobbyfotograf sprechen, wenn ich mich so schon nennen darf. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.